Wir haben zu einem Großteil wirklich dann quasi politische Unterstützung geleistet. Also ich erinnere mich an regelmäßige Treffen in dem Versammlungsraum, im historischen Kolloquium, in dem einen Studentenheim, wo wir uns dann eben mit den Erwachsenen aus dieser Gruppe zusammengesetzt haben. Und es ging in erster Linie immer darum, was können wir tun ganz generell, um diese Diktatur so schnell wie möglich zu beenden? Oder was kann man tun, um Personen zu unterstützen, von denen befürchtet wird, dass sie gerade in Chile verhaftet sind und gefoltert werden? Und da ging es in erster Linie um Öffentlichkeitsarbeit. Und es waren jetzt, ich nenne es mal sehr krass, jetzt nicht nur Diskussionsrunden, sondern es folgten dann auch Taten. Ja, aber die Taten waren überwiegend auch sozusagen auf der Ebene der Verlautbarung. Also, wir haben irgendwelche Flugblätter oder Erklärungen aus dem Spanischen ins Deutsche übersetzt oder dann in der Studentenzeitung veröffentlicht und dafür eben gesorgt, dass die irgendwie prominent abgedruckt wurden oder so. Also in der Hinsicht. Und dann die entsprechenden Flugblätter auf dem Campus verteilt, weil wir sagten, wenn die Chilenen mit Flugblättern rumlaufen, das ist vielleicht, ne, das ist bei ihrem Status als Asylbewerber vielleicht nicht so klug. Und dann machen wir Deutschen das lieber, uns kann keiner was tun, so. Also das war eigentlich so die Haupttätigkeit dann. Wie war denn die Reaktion, wenn Sie da zum Beispiel Flugblätter verteilt haben? Gab es auch mal negative Reaktionen? Kann ich mich nicht erinnern. Nicht wirklich. Also es gab sicherlich auch eine Menge indifferente Reaktionen. Aber dass jetzt jemand gekommen wäre und gesagt hätte, dieser Putsch war toll und Pinochet ist voll in Ordnung, daran kann ich mich nicht erinnern, nein. Wie kam es denn zur Auflösung dieser Diskussionsrunde und dieser Art Arbeit, PR, wie Sie gesagt haben? Das ging zum erheblichen Teil von den Chilenen selber aus, muss ich sagen. Die kamen genau genommen natürlich von unterschiedlichen politischen Gruppen. Die hatten ihrerseits verschiedene politische Hintergründe. Die hatten auch vor dem 11. September durchaus unterschiedliche Positionen gehabt. Einige hatten eben in irgendeiner Weise mit der Unidad Popular, also mit der Regierung Allende, kooperiert oder sogar eine gewisse Verantwortung getragen auf irgendeiner Ebene. Und andere gehörten zum Beispiel dem MIR an, der ja schon in Chile und vor dem Putsch die Regierung Allende scharf kritisiert hat. Sie sei nicht konsequent und radikal genug. Und insofern gab es da sozusagen latente Differenzen innerhalb der Gruppe, die am Anfang eher im Hintergrund standen, weil so viele praktische Probleme zu lösen waren und die dann aber in dem Maße, wie sich diese praktischen Probleme regelten und wie auch die Perspektive sich veränderte und langfristiger wurde, da traten diese Differenzen dann stärker in den Vordergrund. Das heißt, die eine Gruppe wollte eben zum Beispiel jetzt mal aufarbeiten, was Allende alles falsch gemacht hatte und wieso Allende im Grunde auch mit zu diesem Putsch beigetragen hatte. Und andere wollten wiederum in erster Linie sich sozusagen um humanitäre Fragen kümmern. Also da gab es dann einfach unterschiedliche Stoßrichtungen oder unterschiedliche Interessen. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo wir als Gruppe gesagt haben, also ihr wollt nicht, dass wir entscheiden, wie wir euch helfen. Also dass wir, immer wenn wir sagen, unsere Vorstellung, was damals so passiert ist, könnte so und so aussehen, dann sagt ihr, ihr seid Deutsche, ihr habt keine Ahnung, ihr wart nicht dabei. Auf der anderen Seite habt ihr aber selber keine einheitliche Einstellung, was jetzt als nächstes geschehen soll oder was wir jetzt machen sollen. Dann regelt das doch erstmal untereinander so etwa. Das heißt, wir haben dann weiterhin gesagt, für praktische Hilfe stehen wir zur Verfügung, aber dann mehr als Individuen. Das heißt, die Studenten haben sich dann eben diese drei Studenten haben sich zum Beispiel dann eben, wenn sie doch mal irgendeine praktische Hilfe brauchten, haben sich dann an
die Leute gewandt, die mit ihnen zufällig im selben Studentenheim wohnten und die sie eben aus dieser Zeit, dieser Zusammenarbeit kannten. Und diese Familien, die haben sich auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlichem Tempo dann auch mit der Situation sozusagen angefreundet, dass das wohl doch eine längerfristige Perspektive war, hier in Deutschland zu bleiben. Aber das waren auch wieder sehr individuelle Prozesse, die einen schneller, die anderen langsamer. Die einen haben eben irgendwann angefangen, Deutsch zu lernen, die anderen haben sich noch ein Jahr dagegen gesperrt. Die einen haben angefangen, sich irgendeine Beschäftigung zu suchen, die anderen haben stattdessen lieber ihre politische Aktivität verstärkt und sind dann eben irgendwie ein halbes Jahr lang 7 Tage in der Woche durch Deutschland gereist, um irgendwie unterschiedliche Vertreter ihrer klandestinen politischen Organisationen aufzusuchen. Und also diese politischen, unterschiedlichen politischen Perspektiven haben dann auch zu ganz unterschiedlichem, konkretem Verhalten geführt. Und in dem Maße, wie die Flüchtlinge keine Gruppe mehr waren, hat sich diese Unterstützergruppe im Grunde dann tendenziell auch aufgelöst. Es gab nicht so einen Moment, jedenfalls kann ich mich daran nicht erinnern, sondern es war eher so, dass es immer weniger Anlässe gab, sozusagen in dieser großen Gruppe zusammenzukommen und irgendwas Großartiges Gemeinsames zu machen und immer mehr so Einzelunterstützung hier und da.